Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute mal was richtig Feines, was sich auch prima eignet für regnerisches Wetter, weil wir machen es nämlich im Backofen. Und zwar machen wir einen Pulled Pork. Freut euch drauf. Pulled Pork wird ja normalerweise im Smoker gemacht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ja, letzten Endes kann man es aber auch genauso gut, na, nicht ganz genauso gut, aber fast genauso gut im Backofen machen. Hat dann allerdings gegebenenfalls keinen Rauchgeschmack, was für viele vielleicht sogar ein Vorteil sein kann. Wenn man keinen Rauchgeschmack mag, dann eignet sich natürlich so eine Variante super dafür. Und damit man nicht 20 Stunden lang seinen Backofen bemühen müssen, machen wir es in einer wesentlich schnelleren Variante. Mit einer Texas-Krücke. Ja, Zutaten sind denkbar wenig dabei. Also wir machen jetzt nicht so ein großes Bohai da drum, sondern wir machen tatsächlich das Ganze richtig schön essentiell. Mit wenigen Zutaten, aber ein super Ergebnis. Ja, ich habe als erstes mir so einen Nacken besorgt, so einen Schweinenacken. Und zwar von dem beefbandits.de. Da könnt ihr mal reinklicken oder reingucken. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr bestellen, wenn ihr da mit dem Code WEST10 bestellt, kriegt ihr 10% Rabatt. Und ja, ich, wie gesagt, den Nacken habe ich daher. Den packen wir erstmal aus. Zeber dabei bereithalten, weil da ist natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit mit drin. Dann das Ganze mal so ein bisschen abtupfen. So, wenn jetzt hier oben noch so ein bisschen Fett drauf ist, schneide ich persönlich das ganz gerne noch ein bisschen runter. Man kann es natürlich letzten Endes dran lassen. Es ist nicht sehnig, sondern reines Fett. Und ja, so, wenn hier noch so ein bisschen ist, das bleibt sicherlich drauf. Aber wenn das etwas dicker ist, dann nehme ich es einfach ab. Und dann können wir uns auch direkt schon so eine Schale nehmen. So. Weil zum Rubben eignet sich so eine Schale natürlich am besten, damit nicht so viel verloren geht. Als Rub nehme ich hier meinen Central Pork. Den gibt es neuerdings auch in Beuteln in etwas größerer Menge. Da hat man nicht mehr die kleinen Döschen, sondern direkt einen wiederverschließbaren Beutel dabei. Das ist also ein paprikalastiger Rub. Ideal für so einen Pulled Pork. Man kann sich so eine Gewürzmischung auch selber machen, aber hier ist halt schon alles drin. Dann ist es relativ einfach und da geben wir jetzt erstmal schön was drauf. Was drauf bleibt, ist die richtige Menge. So, ein bisschen andrücken, ein bisschen einreiben, daher kommt das Wort rubben, von reiben. Streicheln, nicht von Kläppchen geben. So, seht einfach zu, dass überall so ein bisschen was ist. Überschüssigen Rub können wir jetzt hier natürlich schön wegtupfen. Und den Link zum Rub findet ihr natürlich auch bei mir in der Videobeschreibung. Ist bestellbar bei Royal Spice. Und ist natürlich der beste Rub, den man überhaupt bekommen kann. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, du kennst ihn ja auch schon. Ja, klar. So. Katze macht wieder Terror. Als nächstes nehmen wir uns ein bisschen Frischhaltefolie oder auch ein bisschen mehr, weil das Ganze packen wir jetzt richtig schön dicht ein, damit hier nachher keine Flüssigkeit verloren geht. Ich nehme da auch am liebsten eine gute Frischhaltefolie. Die reißt nicht so schnell. Ja, und so haben wir es schön eingepackt. Und das Ganze gehen wir jetzt erstmal über Nacht in den Kühlschrank. Wir haben es jetzt ungefähr 5:30. Also morgen fangen wir dann irgendwann an und nehmt euch ungefähr so 6 Stunden Zeit, die ihr nachher für die Zubereitung braucht und noch ein bisschen Ruhezeit und dann passt das. Also wer seinen Pulled Pork gerne abends, wenn er zum Beispiel Besuch bekommt, macht, dann fängt er halt so 11 Uhr an. 11 Uhr passt gut. Also bis morgen um 11. Und willkommen am nächsten Tag. Wir sind jetzt soweit, dass wir es auspacken können wieder. Und dann können wir auch direkt loslegen. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Und ja, die Marinade ist schön eingezogen. Und jetzt können wir auch schon das direkt auf das Rost vom Backofen geben und gehen direkt in die Küche damit. Euren Backofen solltet ihr vorheizen auf 150, 160 Grad. Ich habe mich jetzt mal für die Mitte entschieden mit 155.
Und ja, dann kann unser gutes Stückchen auch schon rein. So. Ungefähr so in die Mitte, dass noch die Schale drunter passt. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit rein. Und zwar nehmen wir da Apfelsaft. Das sorgt also A, noch ein bisschen für ein gutes Klima und B, auch ein bisschen die Dämpfe vom Apfel geben natürlich auch noch ein bisschen Geschmack ab. Schön und das, oh, heiß. Verdammt. Schön und das Fleisch stellen und dann zu. Und dann warten wir einfach erstmal 3 Stunden. Thermometer brauchen wir jetzt noch nicht. Und nach genau 3 Stunden sieht unser Pulled Pork oder noch nicht Pulled Pork so aus. Schon ein bisschen Kruste da. Und dann nehmen wir es mal raus. Und bevor wir unser Fleisch holen, habe ich hier schon mal ein bisschen Alufolie ausgebreitet. Man kann das Ganze mit Butcherpaper natürlich machen, dann bleibt auch außen noch so ein bisschen die Kruste erhalten. Ich denke mal, relativ wenige Leute haben Butcherpaper, deswegen funktioniert als Alternative auch Alufolie, wo wir es wie gesagt schön dicht mit verschließen. Und dann legen wir da einfach noch ein bisschen Backpapier mit rein. Hat dann auch noch den Vorteil, dass halt kein Fleisch mit Alufolie in Verbindung oder in Berührung kommt. Ja, da legen wir jetzt erstmal unser schönes Stückchen Fleisch drauf. Das duftet jetzt schon echt mega lecker, aber wir sind noch nicht so weit. Ich lasse jetzt erstmal hier so ein bisschen hoch. Ich mache jetzt schon mal so ein bisschen so ein Schiffchen. Jetzt kommt noch ein bisschen Flüssigkeit mit dazu. Hilft also tatsächlich gleich auch, das Fleisch A schön feucht zu halten. Und wir brauchen halt diesen heißen, feuchten Dampf, damit das Ganze auch ja, schön weiter gart. Ich nehme ganz gerne ein Malzbier dazu. Gehen da einfach so ein Schlückchen mit rein. Müsst natürlich darauf achten, dass die Alufolie auch nicht beschädigt ist, weil sonst läuft das Ganze raus. So, jetzt haben wir hier eine Barbecue-Soße. Man kann natürlich auch super eine nehmen, die so ein bisschen Rauchgeschmack hat, wie diese hier. Das machen wir jetzt zu. Dann müssen wir noch eine Lage drüber machen. So, hier können wir gleich auch problemlos ein Kernthermometer reinstecken. Wir geben es jetzt wieder in den Backofen, wieder selbe Temperatur. Und Ziel sind 93 Grad Kerntemperatur und dann nehmen wir es raus. Es war eine Punktlandung. Nach circa 2 Stunden 50 hat man 93 Grad. Danach haben wir es nochmal eine halbe Stunde liegen lassen, nochmal ein bisschen ruhen lassen. Und jetzt packen wir es mal aus. Muss ich das irgendwie mal gucken, dass ich die Folie da wegkriege. Ja genau, reiß du mal weg da. Oh, heiß. Noch sehr heiß da drin. So. Oh, da kommt ein Duft raus, das ist herrlich. So, die Flüssigkeit, die behalten wir jetzt natürlich, die da noch drin ist. Die können wir natürlich prima noch gleich zum Mischen verwenden. Das sieht doch mal nach was aus. Und dann schubsen wir es mal um. Ups. War ja klar. So, das war jetzt die Unterseite. So sieht es von der anderen Seite aus. Also ein bisschen Barbecue-Soßen-mäßiger. Und jetzt greifen wir mal rein. Entweder nehmt ihr solche Zangen oder solche Bärenkrallen. Oder ihr könnt auch Gabeln nehmen. Oder ihr macht es mit der Hand, wenn ihr ganz hart seid. Es wird nämlich ziemlich heiß werden. So, und es, oh, hört mal. So muss das klingen. Und man kann es also schön auseinanderzupfen. Und wenn man mich überhaupt noch sieht, hier haben wir tatsächlich auch noch so ein bisschen was, was so wie Kruste ist. Und ja. Oh. Mmh. Mmh. Ich muss weitermachen. Mmh. Richtig, richtig, richtig gut. In 6 Stunden fertig. Das ist auch verdammt schnell, ne? Ja.
6 Stunden ist schon gut. Normalerweise, wenn ich es jetzt im Smoker mache, bei 100 Grad oder sowas, dann brauche ich 20 Stunden. Das ist natürlich 6 Stunden ein Speed Pulled Pork. So, wenn man jetzt zu viel gemacht hat, was heißt zu viel? Wenn man jetzt nur eine Familie oder so beköstigen will oder verköstigen will, das ist natürlich dann schon etwas viel. Und da kann man natürlich auch noch prima einfrieren, die Reste. Und irgendwann wieder auftauen, nochmal ganz normal wieder erhitzen. Und dann hat man es eigentlich fast genauso wie jetzt. So, ich hatte mir jetzt noch Barbecue-Soße und Malzbier bereitgestellt. Aber brauchen wir gar nicht. Es ist wirklich so saftig und so richtig gut geworden. Auch dadurch, dass wir jetzt natürlich das mit der Texas-Krücke gemacht haben, haben wir natürlich die Soße direkt schon mit dabei. Wir machen mal hier so ein bisschen was fertig und dann können wir es auch direkt anrichten. Ich habe hier mal ein paar Burger Buns angetoastet. Dann habe ich noch ein bisschen, ich habe ganz einfach Krautsalat genommen und den mit ein bisschen frischen Rotkohl vermischt. Passt also perfekt auch zusammen. Können wir jetzt auch gut drauf geben. So, jetzt noch ein bisschen Barbecue-Soße. Und fertig sind die kleinen Prachtstücke. Deckelchen drauf. Deckel drauf. Und glücklich sein. Ja, müssen wir natürlich probieren. So sehen sie jetzt aus von nahen. Und dann wollen wir mal reinbeißen. Meine, Frau, Schlange stehen. Meine Frau steht schon mit Teller in der Hand da. Sofort. So. Erwartungsgemäß ein Traum. Sehr, sehr lecker. Wie gesagt, dadurch, dass wir diese Texas-Krücke gemacht haben mit diesem Papier und der Alufolie, geht das Ganze relativ schnell und ja, es schmeckt wie normales, außer dass wir halt nicht so viel Rauchgeschmack haben, aber dafür habe ich jetzt eine rauchige Barbecue-Soße genommen. Es schmeckt einfach nur genial und lohnt das tatsächlich mal nachzumachen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.